Ja, hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Wurm Online. Yeah! Wir sind wieder da und es hat sich eine Änderung gegeben und zwar Schnee. Pfui, Deibel. Kapi ist wieder am Start und ich hasse Schnee. Ich hasse ihn. Also im echten Leben jetzt wohlgemerkt. Du nicht? Nö. Ne? Bäh. Bäh. Ekelhaft. Ja, was wollen wir machen? Jo, wie wir jetzt gesehen haben, also es ist hier alles voll verschneit und eklig und scheiße und bäh. Jetzt schaue ich doch mal ganz kurz dahinter. Weil wir haben hier nämlich oben ein paar Pferdchen stehen. Und diese Pferdchen, die wollen wir jetzt erst einmal umsiedeln. Die passen da oben einfach nicht hin. Vor allen Dingen wird das noch gerade gemacht, ne? Genau, das kommt ja alles runter noch. Irgendwann. Genau. Irgendwann, wenn einen die Muse packt. Genau, ja, wo ich jetzt hier mich befinde und alles, was da drunter ist, und hast du nicht gesehen, das soll eigentlich alles auf diese gepflasterte Ebene hier gebracht werden. Und das dürfte noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Und dann wollen wir jetzt doch mal mit dem Umsiedeln der Pferde anfangen. Dann schauen wir mal noch, was sich so getan hat, weil wir sind ja schon wieder ein paar Tage ins Land gegangen, während die in Anführungsstrichen alten Folgen jetzt ausgelaufen sind. Und in der Zeit hat sich hier natürlich auch ein bisschen was gerührt. Und zwar haben wir jetzt hier schön ein paar Felder angebracht. Beziehungsweise, was heißt ich, hat der Kapi oder Bull hat das angeleiert und naja, hier sehen wir ein paar. Was ist das? Das sind Kürbisse, oder? Ja. Ja, Kürbisse und Korn ist es, glaube ich, oder? Ja, genau, glaube auch. Genau, insofern hat sich da ein bisschen was getan. Also für Essen ist gesorgt. Weil wir wollen jetzt auch langsam mal von diesem blöden gekochten apropos gekochtes Fleisch, ich muss mal was in den Kopf hauen. Wir müssen mal langsam von dem gekochten Fleisch runterkommen. Dass wir uns mal vielleicht ein paar Mahlzeiten craften können, die so ein bisschen die Nutrition raufbringen und so und bla 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 bla. Ein bisschen ist da ja schon im Eimer drin. In der Schmiede. Oh, haben wir schon was im Eimer. Cool. Naja gut, aber jetzt brauche ich meine Nutrition noch nicht wirklich hochbringen. Nee. Schau mal. Oh ja, 15 Meals. Geil. Das Meal, das kann ich auch heiß machen, ne? Mhm. Oh cool, weißt du was? Dann hau ich mir einfach mal so eins mit 15 Gewicht rein. Also 0,15. Einfach mal nur so, weil ich es kann. Genau. Genau, während sich das hier aufheizt. Jetzt schaue ich mal, ob da noch ein bisschen was anderes ist. Nö. Klatsch mir gleich nochmal ein Fleisch hinterher, damit ich so meinen Hunger ein bisschen wegkriege. Genau, so viel. Nein, nicht so viel, wie ich tragen kann. Blödsinn. Ich brauche nur eins. Zack. Ist übrigens eine ganz geile Sache. Stimmt, das hab ich noch gar nicht gezeigt. Ich kann hier nicht nur auswählen, sondern ich kann auch direkt eingeben. Sagen wir mal, ich will jetzt, sagen wir 18 oder sowas. 18 Fleisch mitnehmen, dann kann ich das einfach so machen. Ist natürlich eine ganz, ganz feine Sache. Spart einiges an Zeit. Genau, den Kram hauen wir wieder zurück. Wir brauchen nur eins. Mir fällt sowieso ein, ich erkläre viel zu wenig. Wir haben hier zum Beispiel also diesen Qualitätswert, den dürften ja die meisten schon kennen. Mit dem haben wir uns ja schon ein paar Mal beschäftigt. Oh, das Mehl ist heiß. Das kann ich mir jetzt reinhauen. Dann haben wir natürlich den Damage-Wert, der sagt an, wie kaputt das Fleisch in Anführungsstrichen ist. Und genau, wenn das 100 erreicht hat oder 90, 95, sowas in die Richtung, dann ist es auf einmal weg. Und hier haben wir das Gewicht. Das Gewicht gibt an, wie viel das vom Hunger, also wie viel halt eben davon da ist und wie viel Hunger das halt eben ja, entfernt, beziehungsweise wie satt es einen halt macht. Joa, so viel dazu. Jetzt werde ich nochmal kurz warten hier, genau bis es heiß ist, was jetzt der Fall ist. Dann bringt es nämlich am meisten.
Das Problem ist, wenn es zu heiß ist, kann man es nicht essen. Also wenn es searing hot ist, kann ich es nicht essen. Und wenn es vor Hitze glüht, kann ich es auch nicht essen. Sondern es muss halt heiß sein. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Mach ich. Okay, gut. Jo, jetzt sehen wir langsam, unsere Hungerleiste geht mal so ein Stück weit hoch. Das bringt nicht wirklich viel, weil das Fleisch von echt beschissener Qualität ist. Aber das soll uns nicht weiter stören. Lass mich raten, das ungekochte Fleisch muss wahrscheinlich erst searing hot sein, damit sich's in gekochtes verwandelt, oder? Mhm. Ja, okay. Dann werden wir da jetzt nochmal kurz warten, bis das Spinnenfleisch heiß geworden ist. Das ist auch eine super Diät mit Spinnenfleisch. Blech. Oh ja. Ich weiß nicht, wäre so, glaube ich, eins der letzten Sachen, die ich essen würde. Ganz ehrlich. Hier so von wegen Thailand und da essen sie irgendwelche Heuschrecken und Hunde und Katzen und hast du nicht gesehen, würde ich viel lieber essen als irgend so ein Spinnenzeug. Blub. Pfeba. Genau, und wenn wir das jetzt, wenn wir uns das Fleisch hier in den Kopf gekloppt haben, jetzt haben wir gekochtes Fleisch. Geil. Dann werde ich euch auch mal eine kurze Tour geben, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise kurz mal so erläutern, was wir machen. Die genauere Erläuterung, die kommt dann von Kapi selber, weil ich habe nämlich selber auch noch nicht so einen Plan. Und sieh mal da, wir gehören einer Religion an, und zwar der Religion von Vynora, beziehungsweise der Göttin Vynora. Was war das? Das ist so eine Baumkuschlerin, oder? Ja, ich glaube schon, in etwa. Okay. Kannst du mal Vynora im Wiki eingeben, im Game? Ja, stimmt. Schau mal, Vynora. Ich glaube, ich will mehr, ein bisschen mehr. Okay, 100.000 Spells. Schau mal. Ah, okay. Vynora is the goddess of knowledge, creation, water and fishing. Also, sie ist die Göttin des Wissens, der Schöpfung, des Wassers und des der Fischerei. Ja, also im Prinzip alles was so mit Baumkuscheln halt zu tun hat, alles mit Natur, sagen wir mal so. Jo, Fleisch ist im Kopf geklopft, wir haben 62 Food wieder, alles super. Und er baut hier fleißig Stone Walls und Fences. Ah, okay. Genau. Gut, dann machen wir doch mal hier. What's this? Ja, jetzt pass mal auf. Da brauchen wir 10-mal Stone Bricks und einmal Iron Fence Bars. Ah, okay. Haben wir den ganzen Kappes hier oder brauchen wir das noch? Die Steine. Die Fence Bars müssen ganz zuletzt dran. Die mache ich gleich. Ich habe nur gewartet, bis die Dings fertig sind. Okay. Das Eisen im Ofen. Mhm. Damit fange ich gleich an. Meinst du, ich kann die schon craften? Nee. Also schon, aber du hast halt 10% Chance oder so. Ah, okay, gut, dann machst du das. Weil das ist mir da ein bisschen zu blöd. Okay, Pile of Stone Bricks, da haben wir's. Der genau. Braucht noch 9 Bricks und ein Fensterbar. Ja genau, wäre am besten, wenn du erstmal den hier fertig machst. Welchen? Diese Seite hier, wo ich stehe. Okay, Moment, ich muss nur ganz kurz was rausholen hier. Jetzt rennen wir wieder. Also quasi erst den hier und dann das Gate und dann hier so einmal rum. Okay. Dass wir erstmal einen fertig haben. Mhm. Dann mache ich das mal mit einer riesen Geschwindigkeit. So. Und was machen wir dazu? Ne, Moment, schaue ich mir erstmal an, wie viel ich da überhaupt krieg. You are not skilled enough to build at this height. Hä? Jo. Keine Ahnung, was der da hat. Das ist jetzt echt die Frage. Das ist komisch. Ja. In der Tat. Pass mal auf, dann schauen wir doch mal, gehen wir nochmal auf What's This? Nee, das ist nicht viel. Ja, okay, stimmt. Brauchst du, glaube ich, so ein Skill von... Masonry Skill von 5. Das könnte natürlich sein.
Masonry von 5. Ja, weißt du was? Da mache ich jetzt einfach nochmal ein paar Stone Bricks. Ja, kannst du die Tall Stone? Nee, die Wall kannst du da auch nicht. Man brauchst du auch 5. Oh Mann. Hm? Was für Stone Bricks kann ich auch nicht machen? Doch, aber. Ja, die Stone Bricks geht, glaube ich. Nee, mach mal am besten. Komm mal mit. Jo. Mein Faschisselmanissel habe ich hier. Was bist du denn? Ich bin wie ein Geist. Ich stehe immer hinter dir, denk dran. Hallo. Oh. Genau, nimm dir mal hier die drei. Nimm dir mal 4 Rock Shards raus. Joa. Rock Shards. 4 Stück. Jo. Und mach mal aus 3 Stück Grindstones. Aus 3 Stück Grindstones. Also 3 Grindstones machen. Mhm. Machen wir da hier und da und 38%. Geil. Genau, wenn du die 3 hast, verbesserst du die. Okay, damit kann ich meinen Skill gut jo, schrauben, oder? Geht das gut. Okay, das ist sehr gut. Mhm. Und die haben ja richtig schöne QL hier, die Rockshards. 30,8. Das war ich. Naja, ich war das nicht. Ich kann höchstens 16,13 rausholen. Das meiste ist aber sowieso 1,0. Ja. So, der Grindstone ist useless. Hey, ich hab einen! Yeah. Geile Sache. Wie hoch ist denn dein Masonry jetzt? Mein Masonry, der dürfte ziemlich niedrig sein. Warte, ich geh mal in meine Skill Tracker Options. Fighting Masonry rein. So. Du willst es nicht wirklich wissen, glaube ich. Immer noch eins. 1,0. Ja, sehr gut. Aber Stormcutting ist schon auf 1,4, ja? Mhm. Scheiße. Heilige Scheiße. Ja, pass mal auf. F-Sleep. Ja, jetzt gebe ich Gas. Genau, das mit dem Sleep-Bonus habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Aber ich erkläre es einfach nochmal für die, die da nicht aufgepasst haben oder sowas oder im Wachkoma waren, wer weiß. Der Sleep-Bonus bewirkt, dass man knapp doppelt so schnell lernt. Und ja, meistens ist es ein bisschen weniger als doppelt so viel, aber auch nur verschwindend gering. Und ja, da hat man 5 Stunden und nach jeder etwas längeren Serverwartung, so außerplanmäßige Serverwartung und sowas, kriegt man das wieder aufgefüllt. Genau, und man kriegt auch hier, man kriegt auch hier dieses Sleep Powder, sobald man sich ein Premium besorgt, wieder für den nächsten Monat oder für 2 Monate, kriegt man für jeden Monat ein Sleep Powder. Und das füllt das Ganze auch wieder, ja genau da, um eine Stunde wieder auf, gell? Ja. Ja, ich hab einen Grindstone. 3 Stück. Genau, und die verbesserst du jetzt mit den. Also, du kannst die restlichen Rockshards alle zusammenfassen, also combine. Ja. Und dann, Dann machen wir doch mal. Was das Zeug hält. Du brauchst auch einen Schissel dafür. Einen Schissel habe ich. Das ist sogar schon auf richtig gut, also so gut wie es halt bei mir geht. Und das habe ich jetzt auf 1932. Genau, dann verbessern wir die hier mal. Achso, genau. Jetzt habe ich die Rockshards wieder da reingepackt. Ja, nehmen wir mal einen raus. So, die hier auf Improve. Jetzt improve ich den Grindstone. Bin mal gespannt. Sehr gut. Läuft wie am Schnürchen, hä? Oh. I. Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Also ich war es nicht. Aber. Oh. Schon wieder. Aber ich muss merken, es riecht ja auch komisch im TS auf einmal. Ich
glaub schon, dass es du da warst. Ich glaub, das sind die Nachbarn. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Aufnahme so gut rauskommt, aber irgendeiner rülpst und furzt und macht hier nebenbei. Bäh. Hört sich fast an wie bei Starbound. Weil da machen nämlich auch manchmal so Monster irgendwie so so aus dem heiteren Himmel raus. Noch eins ja, ist völlig verständlich. Ich habe mein Masonry um 1,0 erhöht. Nur weil ich einen verbessert habe. Okay, jetzt erhöhe ich es nur noch um 0,4. Aber fette Sache, ich bin schon bei 2,44. Das geht aber richtig fix, ey. Ja, bist halt noch bei 1 gewesen, ne? Ja, aber also das war bisher das Schnellste, muss ich echt sagen. Ja, du bist auch im Seed-Bonus. Also, das ist bei den anderen, glaube ich, nicht. Nee, klar. Ich habe den Sleep-Bonus erst irgendwann, was weiß ich, was, 2 Wochen, nachdem ich angefangen habe zu spielen, habe ich den erstmal entdeckt, beziehungsweise mir erklären lassen. Ein Moment. Wie, ein Moment? Puh, jetzt ist er weg und lässt mich alleine hier die Aufnahme machen. Genau, jetzt werde ich hier einfach mal die Grindstones verbessern. Und ja, ich mache ihn natürlich wieder kaputt dabei. Ist logisch. Aber jetzt... Ah, okay. Ah ja, er muss fix was machen, ist gleich wieder da. Na gut. Dann werde ich die Aufnahme jetzt mal schauen, ob ich das vielleicht alleine hinkriege. Ich bin ein bisschen nervös jetzt. Okay, aber mein Iron Fancy hat er mir schon weggenommen, der Arsch. Sag mal, was ist denn da los da draußen? Ii. So was Ekliges. Irgendeiner rülpst und furzt hier rum. Blech. Gut. Den hier reparieren wir mal. Und dann improven wir die mal weiter. Und improve und improve und der ist schon wieder kaputt. Was ein Scheißteil. Aber zumindest geht die Masonry sehr schnell rauf. Das ist fantastisch. Ja, Stone Cutting haben wir jetzt auch schon auf 3,1. Das war vorher noch auf 1,4. So. Repair. Und weiter geht's. Yay. Okay, bei 4,24 sind wir. Das heißt, jetzt können wir eigentlich gleich dann die Iron Fences bzw. die Iron Gates bauen. 4,5, schöne Sache. Läuft ja wie am Schnürchen. Ja, was haben wir denn sonst noch so zum Sagen? Was gibt's so für Themen? Genau, für die, die sich fragen, wo denn hier das Drecksankündigungsvideo für den Livestream bleibt, das dauert alles noch so seine Zeit gerade, weil ich habe mir noch nicht so ganz, ich muss sagen, ich habe mir noch nicht so ganz zurechtlegen können, was denn da in dem Livestream, was wir denn da genau zocken. Die Sache ist, dass ich vor kurzem jetzt erfahren habe, Nintendo mag es nicht, wenn man irgendwelche Spiele von denen irgendwo auf YouTube Let's Playt oder auf Twitch oder sowas. Die sind da absolut dagegen und gehen da auch vor. Und ja, das beißt sich natürlich ein bisschen mit meinen Plänen, hier Super Mario World oder sowas zu spielen. Jo, von daher werde ich mir da kurzfristig was anderes überlegen müssen. Und ja,
von daher muss ich mir noch so ein bisschen meine Spiele zurechtlegen, muss noch ein bisschen was testen. Aber ihr könnt es auf jeden Fall euch im Hinterkopf behalten. Also ich schätze jetzt mal, irgendwann in den nächsten paar Tagen werde ich das Video rausdrücken können. Genau, und da wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen was folgen und jo, man darf gespannt sein. Jo, und wie stehen wir jetzt momentan? Also, das sollte ja ein Livestream anlässlich dem 500. View sein, was natürlich jetzt nicht die Menge ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein super Kickoff. Ja, mittlerweile sind wir bei fast 1000 Views. Von daher werde ich das wahrscheinlich gleich noch zum Anlass nehmen, den Livestream zum 1000. View damit einzuspielen. Also es wird auf halber Strecke wahrscheinlich sich ändern. Erst einmal vierstelliger Bereich, coole Sache. Dankeschön.